Gib mir ne Mini und ich fange an zu bassen. Shop, Jump, Dexter, ich fange an zu racen. Hol den Holzslime raus, baller mit dem nahen Eulkleber von Revell, steinhart wie ein Gargoyle. Trage Farben auf wie ein Bomber Napalm, male kleine Blitze auf die Schwetter wie Radarfallen. Ich mal halt Marine für Marine, Punkt für Punkt wie Hakim, The Dream. Alles für das Team, Kings of the Hill. Und hast du keine Ahnung, geh nach links und chill. Was soll ich sagen, Mann, ich liebe dieses Hobby. Und kommst du aus Ultramar, frag doch einfach Bobby, ist okay. Viele Leute wollen nur spielen, ist okay. Lass die Würfelrolle mit Stil. Aber hey, was wollen die ollen Kings hier? Die kommen und holen Platz 1 bis 4. Liebes und machst, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles im 40k, ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und machst, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles im 40k, ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Shop, Jump, Dexter. Runde 1 geb ich Gas, ab auf die Marker. Maßband, Würfel, Junge, ich bin stark, klar. Lost Block, Orb, Mob, für mich alles glasklar. Plane meine Züge so wie Nathan, sein Vater. Wart mal, hab ein nasses Ärmel. Und deine Minis kommen nach dem Battle und den Sperrmüll. Auch wenn ich sehr will, Spaß hat die Prio. Alles, was ich mache, für die Vibes. Lieber Zitadell oder Nikes. Auch das Kettenschwert kommen Spikes. Für jeden Bad-Rap kommen Likes. Zeig auf Snapchat, Attack Bikes. Jederzeit bereit, in die Schlacht zu ziehen. Für die Ewigkeit seiner hohen Macht zu dienen. For the Emperor, dieser Satz ist real. Also mach keine Faxen und fang an zu spielen. Liebes und machst, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles im 40k, ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und machst, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles im 40k, ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und machst, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles im 40k, ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebe Freunde des gepflegten Tabletops, willkommen zu diesem Limstag, an diesem wunderschönen Limstag. Liebe Freunde, habe ich selber gehört, ja, Ton ist da. Ist da. Das habe ich ausgemacht. Liebe Freunde, nochmal Ton ist da, alles klar, nice. Das erste, was ihr alle bitte macht, ist unten den Like-Button smashen, sonst mache ich hier gar nichts. Nein. Nice. Endlich wieder Zeit fürs Malen. Ja, mach ich heute auch, ob es klappt oder nicht. Ich kann nicht nur labern, ich kann auch. Das ist ein bisschen laut, ne? Das ist sogar in meinem Ohr laut. So, das auch. Okay, Ton von WhatsApp haben wir ausgemacht, um euch nicht alle zu verwirren. Happy Nikolaus, by the way. So, okay. Will noch den Chat hier rüberziehen.
Und dann kann ich euch anfangen, alle zu begrüßen. Und zwar lieber Jan Pollmann, Safti, Yannick, DJ Robster, mitten aus dem Herzen von Hessen. Ich glaube, Gießen war das. Der Gulrafi, Elementaria Sushi, Jan Felix Meyer, der Besitzer, der Macher, der Player von PK Pro. Das heißt, immer wenn ihr irgendein Problem habt, was eure Airbrush angeht, Farbauswahl, Hobbyzubehör und ihr wisst einfach nicht weiter, Hörer in die Hand nehmen. Hey Jan, ich brauch mal deinen Rat. Lim schickt mich von den Kings of the Hill. Er supportet diesen Stream, er hat einen richtig, richtig guten Shop. Er weiß, was er tut. Und hey, ist ein deutscher Shop, was will man dazu mehr sagen? Und er supportet halt diesen Stream. Zwerg Chris, Firstborn, Naumann, God of Troll, Florian W., Battle Ready, Painter 9000, diesmal früh on time, nice. Davina Kersten, ich grüße dich, Logan, mein Bester, Synthas, Safti, Alex H., Jan, nein, hab ich schon, und Asna. Mal aufpassen. Und der Kalbe, haha, nicht on time. Genau. So, und natürlich auch Caro, die im Wohnzimmer sitzt. David Petri und der Mike D. Yep. So. Jetzt brauchen wir natürlich ordentliche Musik. Ist klar, ne? Also das war. Können die Musikvorschläge mal in den Raum werfen, bevor wir hier irgendwas anmachen? So. Irgendwas, was den ganzen Abend durchlaufen. Also ich mache auch Rock an, ich mache auch Hip-Hop. Also Hip-Hop, ihr wisst schon. Ich mache auch, mir ist egal. Nur irgendwie gerade so, bin gerade unentschlossen. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie man das Wort ausspricht, was Caro da geschrieben hat. Rock, Folk-Rock? Ups. Und kein Folkrock. Also. Ah. Yo, Jet Drew, ich grüße dich. The Who. Von Gotischer Metal. Ich kann nicht alles anmachen. Ich kann eine Richtung anmachen, aber wenn ich daran keine Rechte habe, dann kann ich das nicht abspielen auf dem Stream. Das ist ein bisschen dünne. Hauptsache kein Irish Pub. Ja, geht auch eher so in die Folk-Richtung, ne? Moin Mülli! Celtic Metal. Ja, wird dünne. Aber es wird, glaube ich, mit C geschrieben. Celtic Metal. Sowas hätte ich hier. Call of the North. Und dann hört es auch schon auf. Geschenke für Weihnachten schon alle gekauft. Meine Frau und ich schenken uns nichts. Von daher, das habe ich schon mal safe. Für meine Tochter. Keine Ahnung, noch nicht. Schau mal, also die kriegt auch irgendwas Cooles. Vielleicht ein Weihnachtsmann oder so. Ein Schokoladenweihnachtsmann. Dun, 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 dun. Grüße aus Berlin. Anthony, ich grüße dich. Tu mir einen Gefallen, drück auf den Like-Button. Auch Berliner kriegen das hin. So, das war's. Das letzte Mal, dass ich Like-Button sage. Also, nachdem ich jetzt nochmal sage, drückt alle auf den Like-Button, höre ich auf, es zu sagen, dass ihr alle auf den Like-Button drückt. Ja, natürlich kocht man trotzdem was, ist doch klar.
Also nicht, dass ihr glaubt. Ich wäre abgelenkt oder so, aber es gibt momentan so eine WhatsApp-Gruppe, in der befinden sich sehr, sehr viele Turnierorganisatoren in Deutschland. Das ist auch einer der Punkte, über die ich heute gerne sprechen möchte, ist die Community in Deutschland, die Turnierszene in Deutschland und die Pflichten, die einhergehen oder gehen könnten als sogenannter Turnierorganisator. Und einer der Punkte, die ich jetzt direkt angestoßen habe, ist, es werden ja die German Finals ausgerichtet in Berlin. Ich glaube im Januar am, lasst mich lügen, 20. rum, 21. 21. Januar. Und Kuga, ich grüße dich. Geht gerade erst los mit dem Topic von daher. Bist nicht zu spät. Ja, 21. geht los. Ich fahre da auch hin. Vielleicht auch 20. Also 21. auf jeden Fall. Ich fahre dahin, ich werde das Turnier judgen. Und, oh, schade. Das Lied war ziemlich episch, ne? Ich kann nicht weiterreden, ohne dass gar nichts läuft. Das funktioniert nicht. Wie finde ich denn das jetzt? Es gibt doch keinen ähnlichen Song, sagt er mir. Da müssen wir brosen, gehen in Rock, eigentlich ja Metal, ja, und dann Alternative. Song wäre echt gut, ne? Komischer Song, tut mir leid. Gleiches Song. Ja, das können wir laufen lassen, aber dann muss es leiser werden. Ungefähr so, ist das okay für euch? Okay. German Finals. Servus Toxic Overdose. Die anderen im Chat sagen dir direkt, was du machen musst, weil ich darf es nicht mehr sagen. Wie gesagt, fahre ich dahin zum Judgen, damit die Spieler mehr Spielqualität haben und sich aufs Spiel konzentrieren müssen und ja, Schlichtereien durch mich dann gemacht werden. Ich meine, wenn 12 der besten Spieler Deutschlands zusammenkommen, sollten die ja auch irgendwie gebabysittet werden, ne? Eine Sache ist halt, von den 12 Top-Spielern in Deutschland sind alleine 4 von den Kings of the Hill. Und das, ich will jetzt nichts lügen, ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich das finde. Ich finde es sofort. Ich finde es einen kleinen Augenblick. Ich gebe letztlich darum, um Bezahlung. Genau. Also die Organisatoren sind ja Breaking Heads und Märkische Schlachtfelder. Ich glaube, da ist David irgendwie mit involviert. Verschiedene Partner, also Kings of the Hill, wir, Target Priority, Würfelbar, Elb Coast Gaming und Firebark und Battleground Tabletop. Das ist das neue Terrain von Benny. Genau. Genau, das Startgeld, um an diesem German Finals teilzunehmen, beläuft sich auf 80 Euro. Jetzt bist du schon einer der besten Spieler Deutschlands, wirst auf ein Top-Event eingeladen und musst natürlich noch Geld zahlen. Keiner von uns macht sowas hauptberuflich, um zu sagen, ja klar, wir laden euch alle ein. Absolut. Was ich aber finde, ist, dass wir entweder einen Teil der Turnierorganisatoren oder die Community oder beide zusammen mit einbeziehen können, indem wir sagen, hey, pass mal auf, dieses Abschlussevent, wo sich wirklich die Besten der Besten kloppen können,
Also nur mal rumgesponnen, bitte nicht direkt auf die Barrikaden gehen. Jeder Turnierorganisator nimmt 1 Euro Ticketpreis mehr. Es haben nur 1 Euro. So, das heißt, wenn wir jetzt irgendwie 1000 Turnierspieler haben über das Jahr, dann haben wir da 1000 Euro zusammen. Und das ist ganz, ganz klein. Ja, sagen wir mal, boah, ich habe gar keine Ticketpreise im Kopf. Doch, ich glaube, das Bayern Major kostet 120 Euro, wenn ich mich nicht irre, oder 115, sagen wir mal 120, zum Beispiel rechnen. Und das kostet jetzt 121. Bricht einem das jetzt einen Zacken? Ich weiß nicht. Und wenn es ganz schlimm ist, mein Gott, dann mach halt den Euro freiwillig oder so. Und dann hätte man irgendwie quer durchs Jahr dann eine Summe und damit könnte man dieses Turnier fördern. Es muss natürlich alles transparent sein, wo man dann sagt, okay, hier sind die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Die fahren dahin. Das Einzige, was die vielleicht, wenn sie abends nochmal ein Steak essen wollen oder sonst irgendwas, natürlich hinkommen müssen sie irgendwie. Und da hat man ein bisschen Geld am Start, aber sie sollten halt für das Turnier selber irgendwie möglichst nichts mehr zahlen. Weil die deutsche Nationalmannschaft hat bestimmt keinen Cent ausgegeben in Katar beim Fußballspielen. Das war ja auch bestimmt toll. Abgesehen davon, dass es die teuerste WM aller Zeiten war. Zum Vergleich, wenn die WM in Deutschland, ich glaube, 1,2 Milliarden gekostet hat. Wann war das? 2014 oder sowas? Ich bin da sehr schlecht mit Datum. Oder die WM in Amerika, die hat eine halbe Milliarde gekostet, also 500 Millionen. Und die in Katar kostet 220 Milliarden? Ja, okay. Naja. Warum sollten Privatpersonen irgendwem Geld zahlen, damit er sein Hobby machen kann? Tordek, die gleiche Frage kann ich zurückwerfen. Wieso sollten irgendwelche Menschen Geld dafür bezahlen, dass andere Leute einem Ball hinterherrennen können? Weiß ich nicht. Also, ich sag's mal so. Ich supporte auch mehrere in verschiedenen Hobbys. In Counter-Strike als Beispiel. Ich habe lange Zeit sehr viel Counter-Strike gespielt und habe da aktiv gute Spieler supportet, weil ich Fanboy von denen war. Oder auch zu meiner StarCraft 2 Zeit oder zu meiner, na gut, bei World of Warcraft eher nicht so, aber prinzipiell bin ich schon der Meinung, dass wenn jemand etwas besonders gut macht und dieses etwas macht mir auch Spaß und ich lerne vielleicht davon und ich habe vielleicht etwas davon, den Spielern zuzuschauen oder deren Listenideen zu übernehmen oder mich mit denen auszutauschen, dann möchte ich die auch supporten. Und ja, deswegen reagiere ich da auch ganz schnell allergisch. Warum sollten Privatpersonen irgendwem Geld zahlen, damit er sein Hobby machen kann? Das ist ja ziemlich aus dem Kontext gerissen, ne? Ganz stark. Jan Pollmann sagt, ich finde es gut, wenn die Community das übernehmen würde. Ich denke, wenn es dafür eine Art Sammelaktion geben würde, würde man wahrscheinlich schnell etwas zusammenkommen. Kann ja jeder mit seinem Geld machen, was er will. Ich gebe lieber 1 Euro der Orga, deren Turnier supporten will. Ist doch super. Geil. Also, ist aber im Prinzip genau das Gleiche. Also wir, ich bezahle zum Beispiel den 3 Jungs, die da jetzt hinfahren, das Ticket dafür, ja. Das kommt direkt aus der Kings Kasse, quasi. Haben doch Millionen Minus gemacht? Naja, wenn Millionen überhaupt reicht, ne? Also. Wäre das nicht genau was für einen Dachverband? Auf jeden Fall wäre das was für einen Dachverband. Und, ja, das ist. Also damit wir nicht so zwischen den Themen direkt hin und her springen, auch wenn es miteinander verbunden ist. Also der DFB, das mit dem Dachverband muss erstmal warten. Also mein Plan, um das nochmal kurz auszuführen, ist, mich ab Januar selbstständig zu machen. Im 40k-Bereich, damit das alles super ist und so weiter und so fort. Martin, das finde ich total cool von dir. Natürlich ist das jetzt erstmal so ein, das ist eine reine
sagt man, ein Anregungspunkt. Also ein Thema, mit dem wir uns als Community auch beschäftigen können, was ich sehr, sehr cool finde. Und durch diesen Anstoß der Diskussion entstehen natürlich auch verschiedene Ansichten und man kann neue Ansichten sehen und so weiter und so fort. Und deswegen cool, wenn sich viele möglichst daran beteiligen, solche Diskussionen zu machen. Nein, Orga geht privat in Vorkasse, zahlen Miete etc., haben Aufwand und machen bei anderen ein geiles Event. Ein Spieler, der irgendwo hinfährt und da seinem Hobby nachgeht. Nee, das sind zwei Dinge für mich. Das mag so sein, aber dann sind wir einfach nur verschiedener Meinung, Tordek, und das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Wenn wir alle die gleiche Meinung hätten und dann wäre es A, langweilig und es ist auch jedem seine Meinung. Ne? Also es ist vollkommen okay. Aber viele Dinge auf der Welt hätten wir nicht, wenn Privatmenschen nicht ihr eigenes Portemonnaie aufmachen. Und wie alle Leute oder wie sage ich mal, die Fans der Stunde 1 wissen, die Kings of the Hill sind nicht dafür da, Geld zu machen. Lykandras, ich grüße dich. Das war uns immer ganz, ganz wichtig. Ich glaube, mittlerweile kennen die Leute auch unser Credo. Also wir werden nie eine Paywall haben. Es wird keinen Content geben, wofür man bezahlen muss oder. Wir sind zwar eine GbR, ist auch alles Taco und so weiter. Wir machen alles legal, wenn du so willst. Aber prinzipiell ist unser Ziel nicht damit, irgendwie Geld zu verdienen. Wir wissen gar nicht, was wir... Also, ne? Ist ein bisschen schwierig. Guten Abend, Herr Ikaros. Ich hoffe, dir geht's gut. So, ja. Also das war eine meiner Ideen. Die kam mir einfach so, als ich gelesen habe in dem Rules-Document für die German Finals. 80 Euro, okay, krass. Das ist nicht wenig. Muss aber auch irgendwie bezahlt werden. Ist ja auch inklusive Essen und so weiter und so fort. Also ich mache da dem TO ja gar keinen Vorwurf. Sondern eher, Mensch, wir wollen ja auch die besten Spieler spielen sehen. Ne? Also das ist ja schon ein Intent der Community, und selbst wenn es nur ein kleiner Teil ist, die wollen ja die besten Spieler gegeneinander spielen sehen und gucken, was dabei rauskommt. Es wird ja auch live übertragen und alles und drum und dran. Genau. Und da finde ich, sollte man dann noch ein bisschen sich was überlegen, ob wir das in Zukunft irgendwie noch Ticken abändern können. Freue mich auf jeden Fall. Es wird mein erstes Mal bei den German Finals. Letztes Jahr konnte ich nicht. Da wäre ich sogar als Spieler hingefahren zu den Top 12 mit Chris zusammen. Aber wir konnten beide nicht. Da mussten wir leider absagen. Genau. Aber wird bestimmt eine Mordsgaudi. Moin, Steezy. Wo findet es statt, die German Finals? Also die German Finals finden in Berlin statt. Genau gesagt in Petershagen-Eggersdorf. Ja. Näheres kann ich dazu nicht sagen, weil ich mich in Berlin überhaupt nicht auskenne. Hinter so einem Event steckt auch Arbeit. Hut ab für diejenigen, die welches auf die Beine stellen. Und das betrifft nicht nur Hobbybereiche. Auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir. Ich mache mich nebenher selbstständig. Also ich würde es sofort hauptberuflich machen, wenn das gehen würde, aber das ist leider noch nicht möglich. Mike Bond, hi. Erstmal ist es nur ein Nebenerwerb, weil ich gemerkt habe, okay, diese Judge-Anfragen für Turniere, die kommen immer mehr. Also es bucht mich jetzt zum Beispiel auch schon, also mehrere internationale Turniere buchen mich jetzt schon als Judge, darunter Polen, England und Österreich. Und irgendwann wird's halt, muss ich das dann halt trennen von den Kings of the Hill, damit das alles noch sauber bleibt. Und möchte auch darüber hinaus mehr anbieten können als nur das Judgen, sondern auch die Judge-Schule, die ich im Januar halten werde, also das Judge-Seminar. Ich glaube, es gibt noch zwei Plätze oder so. Ja.
Finde die Idee gut, aber freiwillig fände ich besser. Ich würde das Geld lieber für die WTC nehmen und so das deutsche Team unterstützen. Ja, das ist der nächste Punkt für die WTC. Also wenn wir sagen, okay, wir brauchen mehr Unterstützung für die German Finals, alles klar, weil das hat auch indirekten Einfluss auf die WTC. Für mich ist es vor allem auch sehr wichtig, manche Spieler dort live nochmal zu sehen, um meinen Auswahlprozess, den Gedankengang oder die Spieler nochmal genauer zu sehen, um zu wissen, will ich die im Team haben oder eben nicht. Denn wir haben ja jetzt das Council gegründet. Das Council wurde gegründet am 1. Februar, Dezember, Februar, what the f... genau. Ich kann mal schauen. Teamfindung, Protokoll. Ach, ich muss auch noch so ein Protokoll schreiben. So, ja, yeah, genau. Stattgefunden hat das Ganze am... Ja, okay, wir haben einen Tag uns ercheatet. Machen dann mal einen Deckel über die German Finals. Genau, wir haben Protokolle angefertigt. Es ist auch jetzt öffentlich. Also ich habe die Jungs vorher gefragt, ob das öffentlich ist. Ich werde es jetzt nirgendwo posten. So, wir reden einfach jetzt drüber. Ja, wer war anwesend? Also einmal ich, dann Matthias Bellmann. Ich weiß, Esel nennt sich zuerst. Und einmal Kaju, aka Fennec. Denn Fennec und Matthias sind die beiden Erst- und Zweitplatzierten des deutschen Rankings. Sind also laut Tabelle die beiden besten Spieler Deutschlands. Dazu wurde sich erstmal gegenseitig schön die Hand geschüttelt, wie erfolgreich wir sind, wie toll wir sind. Also Gratulation zur Qualifikation. Dann sind wir reihum und haben gesagt, hey, pass auf, wir teilen unsere Erwartungshaltung in Sachen Rollen, Aufgaben, Selbstverständnis des Teams, kompetitiver Anspruch. Was ist einem quasi wichtig? So. Man hat dann auch einen Konsens gefunden, besonders auf zwei Aspekte, die gilt es auch hervorzuheben. Also der erste ist der Anspruch auf eine möglichst hohe Platzierung mit dem Ziel der Erstplatzierung. Ja? Also wir wollen gut abschneiden auf der Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Da wollen wir alle. So. Der zweite Punkt ist die Pflege des guten Standings und der positiven Reputation des Team Deutschlands. Genau. Also da sind wir uns alle einig. Wir wollen weiterhin, dass Gegner sich freuen, gegen Deutschland zu spielen. Einerseits, dass wir angenehme Gegner sind. Und zum anderen eben, ja okay, dass sie sich wirklich mit uns messen. Ja? Also dass sie sagen, wir sind worthy. Deutschland ist so Creme de la Creme in den Top 5 in der Welt momentan. Und da wollen wir doch mal gucken, wo wir als Nation dagegen halten. Und dieses Standing möchten wir auch weiter pflegen. Ja, wir haben die Liste der Bewerber erstmal gesichtet und geschaut, okay, wer hat sich denn für welche Rolle beworben und welche Spieler stehen quasi zur Auswahl. Und es wird doch der überwiegende Teil der Bewerber auch angefragt. Zwecks einem Training. Natürlich kann man nicht alle auswählen und das darf dann auch keiner persönlich nehmen, wenn wir dann schon eine Vorauswahl treffen und sagen, ich glaube nicht, dass du zu den Top 8 Spielern Deutschlands gehörst, vielleicht in einem anderen Jahr. Also jemand, der, weiß ich nicht, das ganze Jahr keine Turniere spielt, kein Turnier gewinnt oder sonst irgendwas, der wird es höchstwahrscheinlich nicht in die deutsche Nationalmannschaft schaffen. Welche Begründung liegt da vor? Nur weil er gut aussieht, weil er, weiß ich nicht, die schönsten Figuren hat. Wird schwierig, das zu argumentieren. Das wird sich aber wahrscheinlich noch diesen bzw. nächsten Monat klären. Und dann wurde auch erstmals über die Auswahl, über das Auswahlformat gesprochen. Ja? Also die Finalisierung darüber steht noch aus, wie wir quasi die Wahl treffen, Leute auszuwählen. Weiterhin soll es halt auch eine Reihe von nicht spielenden Teammitgliedern geben, die eine Vielzahl weiterer Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Teambetreuung oder Logistik oder Sponsoring oder. Ja, also es gibt wirklich um das Team drumherum halt noch wirklich viel zu tun und das ist echt zeitraubend. Ja. Also wenn ich erzähle, was gerade, und das werdet ihr heute eigentlich auch merken, was im Hintergrund hier alles momentan bei mir auch passiert,
Und warum ich seit 3 Monaten ein 40k oder 2 Monaten ein 40k Spiel gespielt habe, was echt traurig ist. Oder mein Maltisch aussieht wie, das gar nicht gemalt wird, was der Tatsache entspricht. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich wollte hier Wotan eigentlich voll bemalen. Aber ich hab keine Zeit. Ich habe einfach null Zeit. Könnte man denn zum Beispiel die German Finals über Zuschauer, sei es live oder via Sondercontent, nicht den Livestream teilweise refinanzieren, wenn die Location etwas, wenn die Location so etwas ermöglicht? Also, der German Finals, die German Finals werden gestreamt und der Stream gehört den Breaking Heads. Und was der damit macht, das ist erstmal ihm überlassen. Und sicherlich eine Idee, darüber irgendwie zu refinanzieren. Definitiv. Und da Fred ja auch von 40k lebt, kann man sagen, dann ist es ja auch einer seiner Einnahmequellen. Da will ich ihm jetzt auch gar nicht reinreden wollen. Kati Riese, lange nicht mehr gesehen. Ich grüße dich. Darf ich fragen, wie viele Stunden du dich wöchentlich mit dem Hobby beschäftigst? Ganz ehrlich. Über 40. Über 30 safe. 40 Stunden die Woche. Kein Spaß. Das ist auch keine Übertreibung. Nur mal so als Beispiel. Ich habe morgen Abend ab 21.30 Uhr ein Meeting, was bis 0.30 Uhr geht. Genau, weil ich momentan einfach meine Finger in zu vielen Sachen habe. So, sorry, ich war noch mitten im Protokoll, aber cool, dass wir so einen Austausch haben können, Mike. Danke für die coole Frage. Also wirklich, lass den Chat aktiv. Genau, Sponsoring und so weiter und so fort. Also wir haben dann noch eine WhatsApp-Gruppe für die Teilnehmer eingerichtet, also für Caio, Matthias und mich. Um mal kurzfristiger Absprachen treffen zu können. So. So oder so ähnlich ist momentan die Council-Gründung abgelaufen. Wie gesagt, haben wir ein Protokoll gemacht. Das wird auch alles einsehbar sein. Und alles etwas transparent. Es gibt auch einen Grobentwurf, den ich als Captain geschrieben habe, schon vor ein paar Wochen. Den will ich gerade mal raussuchen, um vielleicht denjenigen, die daran Interesse haben, mal einen Einblick zu lassen. Und zwar, also, und wie gesagt, das ist ein erstes Draft. Bitte nicht drauf festlegen. So oder so ähnlich stelle ich mir die Teambildung des Team Germanys vor. Und zwar... Ups. Da. Hust, hust. Mi. Erstmal bilden der Erstplatzierte, Zweitplatzierte und der Captain des Vorjahres das Council. Und wählen auch die ersten beiden Spieler ein. Und begrüßt sich Reintor übrigens. Sorry, habe ich gerade überlesen. Und die wählen sich höchstwahrscheinlich auch selber rein. Was vollkommen legitim ist. Wer seinen Arsch das ganze Jahr über abgerackert hat, da oben zu stehen, der sollte auch einen Spot im Team haben. Und es sollte da wirklich jemand zum Beispiel im Team sein, den die Nation hassen würde, dann gibt es immer noch die Funktion, als Captain zu sagen, nein, du nicht. Also, die Regel gibt es halt legit. So, und dann hat man der erste, also Kajo hat natürlich gesagt, er möchte spielen. Matthias hat natürlich gesagt, er möchte spielen. Wir haben noch kein Voting gemacht über die ersten zwei Teammitglieder. Und dieser Idee habe ich denen auch erstmal so gegeben. Man kann sich jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken und so weiter und so fort. So,
So, und dann hat man zwei Spieler, sofern sie sich gegenseitig reinwählen, mit dem Captain des Vorjahres, der, und das ist eine neue Statute, die ich einführen möchte, ein Captain für Team Germany darf kein Spieler sein. Also ein Captain muss immer Non-Playing Captain sein. Ich finde, das ist extrem wichtig. Auch nochmal ein Thema für sich. So, jetzt hat man drei Leute, zwei Stück im Team plus den Captain. Die wählen die nächsten zwei Leute rein. Und die zwei müssen aus der Top 10 kommen. Top 12. Ja. Aus den Top 12. Warum 12? Weil Top 1 und 2 ist ja schon weg. Und wenn ich dann eine Top 10 haben will, würden mir schon zwei fehlen quasi. Deswegen die nächsten zwei Spieler, also Spieler 3 und 4, müssen aus der Top 12 kommen. Und die müssen mit einer 3-0 Entscheidung reinkommen. Das heißt, die beiden Spieler plus Non-Playing Captain müssen alle drei sich einigen, die nächsten zwei reinzuvoten. So, und dann habe ich 5 Leute, die voten können. Spieler 1 bis 4 plus den Captain. Und die voten wieder Spieler 5 und 6 ins Team. Okay? Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, wenn man nur zuhört. Aber am Ende macht alles Sinn. So, Spieler 5 und 6 müssen aus den Top 27 kommen. Warum 27? Weil gleich spielen wir eben Top 25 eigentlich, aber 1 und 2 ist eh schon vergeben. Und ungefähr die Entscheidung muss 4-1 lauten. Also über diese genauen Werte bin ich noch nicht sicher. Aber was verhindert das eigentlich? Dass Leute ihre Freunde reinvoten. Also wenn ich sage, ich will meinen Bruder mitspielen lassen, nee, wollen wir nicht, dann ist er abgelehnt. Easy peasy. Und das Team einigt sich auf gute Spieler, die natürlich auch von der sozialen Komponente her aufeinander abgestimmt sind, beziehungsweise die können sich leiden. Ja? Weil du willst kein Team aus... Also wenn die Leute sich im Team nicht verstehen, sorgt das ja schon für keine Harmonie, was doch echt blöd ist, ja? Und mit den Spielern 5 und 6 plus Non-Playing Captain habe ich wieder eine Entscheidung von 7 Personen, die den 7. Spieler bestimmen. Der 7. Spieler muss aus den Top 50 kommen. Sorry, du musst Turniere spielen, wenn du in dieses Team bist. Und wenn du nicht in den Top 50 bist, kannst du auch nicht in die Nationalmannschaft kommen. Aber wir müssen das mal hervorheben. Nationalmannschaft, Top Level. Es gibt kein höheres 40k mehr in der Welt. Und die Entscheidung muss, glaube ich, 5-2, vielleicht 6-1, um es richtig krass zu machen, mindestens sein, damit der 7. halt reinkommt. Und der 8. Spieler soll eine sogenannte Wildcard werden. Also ein Vorschlag. Top 29. Das ist eine ziemlich coole Idee, Martin. Das schreibe ich mir mal auf. Top 29 und so weiter und so fort. Ja. So, und der 8. Spieler, Entschuldigung, ich musste das mal nochmal Revue passieren lassen, was der Martin Pieler da geschrieben hat, finde ich nämlich geil. Und Nummer 8, ja, Community Vote wäre witzig, aber schwierig, weil dann jemand, der aufgrund von Beliebtheit, nicht von Skill oder ähnlichem reinkommt. Der 8. Spieler soll vom Captain gewählt werden, aber jetzt kann ich wieder sagen, ach cool, nehme ich meinen Bruder, ne, der Hans-Peter, der will unbedingt mitkommen und ein bisschen Warhammer spielen. Stimmt, den Chris, den Major. Weiteren Kings im Team. Nein. Es soll eine sogenannte Wildcard sein, weil der Non-Playing Captain sich sowieso die ganze Zeit mit 40k beschäftigt eigentlich. Und auch mit Ausnahmetalenten. Und die kann er scouten. Das heißt, der Captain kann auch gleichzeitig Scout sein. Und es gibt so ein paar Nummern, die mir halt aufgefallen sind, wo ich sage, da stimmt's nicht ganz mit dem Ranking.
Aber ich finde, die spielen ziemlich geil. Das heißt, man lädt die zu Bootcamps ein und so weiter und so fort. Und dann sind die vielleicht auf dieser Tabelle, die halt nur teils aussagekräftig ist. Also die kippt leider nicht alles wieder. Nur weil ich ein großes Turnier gewinne und viele Punkte dafür bekomme, bin ich nicht automatisch der beste Spieler. Das funktioniert so nicht. Genau, soll halt vom Captain gewählt werden und das Team hat dann die Möglichkeit mit einer, weiß ich nicht, also muss realistisch sein, sowas wie einer 5-3 Entscheidung zu sagen, wollen wir nicht. Oder vielleicht andersrum, 3-5. Also wenn drei Leute schon sagen, hier, sorry, aber der Typ geht halt gar nicht klar, dann ist der raus. Also die sollten relativ leicht die Entscheidung des Captains umkippen können, damit auch da kein Schmu betrieben werden kann. Vielleicht auch sowas wie eine 2-6. Also wenn nur zwei Leute dagegen sind, kommt er nicht rein. Dann hat der Captain halt noch zwei weitere Versuche und danach geht es wieder auf Teamentscheidung. Vorschläge einreichen und so weiter. Also so in etwa, und es ist wie gesagt nur erstmal so ein Konstrukt, stelle ich mir vor, wählt man die deutsche Nationalmannschaft zusammen. Ja. Das so meine 2 Cents. Aber könnt ihr ja mal gerne Feedback geben. Vetorecht 5-3. Klingt komisch. Ja, klingt auch komisch, ne? Also, wie gesagt, an den Zahlen mache ich mich da nicht fest. Lieber andersrum. Dass sie leichter das vetoen können. Wie stellt ihr die Gleichgewichtsverteilung des Levels der gespielten Armeen sicher, wenn die Top 10 alle Eldari Pro sind? Wird so etwas armselig auf einer Seite. Relativ egal. Also fast jeder, der auf Nationalebene spielt, spielt jede Armee. Wir hatten 2 Spieler dabei. Beide hatten noch nie ihre Armee gespielt. Und haben überperformt. Also wir hatten Death Guard mitgenommen, weil die Armee stark war und hatten gar keinen Death Guard-Spieler. Und Icarus ist Spaceman-Spieler und dann hat er einfach Death Guard gelernt. Sollte man als WTC-Spieler auch können. Dasselbe galt für Sisters. Manuel, Bell, also Vicerek, hat noch nie Sisters gespielt. Wir wussten aber, Sisters ist eine starke Armee. Und es hieß ja im Moment, also ich habe gesagt, entweder spiele ich oder Captain, ich werde nicht beides machen. Und dann haben die gesagt, ja okay, dann lieber Captain. Also brauchten wir einen anderen Sisters-Spieler. Also Manuel hat einfach Sisters gelernt und ziemlich gut performt. 75% und der Captain zählt doppelt. Okay. Also die Armeen sind tatsächlich erstmal egal. Entweder meldet man sich als guter Spieler oder nicht. Wir werden höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ist falsch. Eventuell werden wir die 10. Edition spielen. Und dann stehen wir sowieso alle am Anfang. Das heißt, die spielerische Qualität als solches ist sehr wichtig. Nur weil Caillou Tyranniden spielt, heißt das nicht, dass er Tyranniden auf der Weltmeisterschaft spielen müsste, wenn er im Team ist. Dem kannst du auch Space Wolves geben. Dann gib ihm halt einen Monat und dann spielt er einen Monat Space Wolves. Das ist nicht so wild. Auf dem Level sind das nur noch Nuancen an Unterschied. Armee lass dich nicht armselig. Schon verstanden. Also es gibt die sogenannten multifraktionellen Spieler und die fraktionellen Spieler. Multifraktionelle Spieler ist auf jeden Fall Manuel Bell, Micha Gemicke. Gib dem irgendeine Armee und machst einfach. Die machen das schon, so nach dem Motto. Frauenquote, keine Ahnung, Sarkasmus wahrscheinlich. Ich finde eure Ideen gut, da ich beruflich ausgelastet bin, um wirklich spielen zu kommen. War eure Berichterstattung und das Performen der Top-Spieler finde ich ein echt toller Content. Ja, wir hoffen auch im neuen Jahr wieder ordentlich Content liefern zu können. Aktuell ist es einfach so, dass wir super viel eingespannt sind, wie zum Beispiel habt ihr mitbekommen mit New Mexico, da ist jetzt noch so viel in der Mache mit Games Workshop zusammen, dass ich hoffe, dass für nächstes Jahr ein ziemlicher Umschwung
in diese Richtung bewegen wird. Ja, da freuen wir uns auch alle drauf. Das Problem ist immer dieses darüber reden dürfen, und ich verstehe natürlich, dass man mit Informationen zurückhalten soll, beziehungsweise man unterschreibt ja auch was, dass man halt nicht drüber reden darf, nicht ohne Grund. Aber es passieren im nächsten Jahr noch einige Sachen, die ziemlich, ziemlich cool werden. Das Mindset und die Bereitschaft sind, sich da reinzufuchsen, ist halt mega wichtig, auf jeden Fall, ja. Die Entwicklung im Bereich 4K gefällt mir ausgesprochen gut, und ich hoffe, dass die Dichte oben noch größer wird. Ja, hoffe ich auch. Traurig finde ich dann, wenn man wirklich seit Monaten probiert, irgendwie die deutsche Community noch enger zu bekommen, und man teilweise an manche Türen klopft und damit Steinen beworfen wird. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es soll kein Hate sein. Es gibt ein TO im südlichen Raum Deutschlands. Den kannte ich nicht. Ich habe heute halt erfahren, okay, die machen bald ein Turnier und die lassen Astra Militarum zu. Ich finde es halt schwierig, wenn der Großteil der deutschen Community sich darauf einigt, auch den Vorschlag von Games Workshop anzunehmen und zu sagen, hey, anscheinend stimmt da noch ein bisschen was nicht mit dem Buch, nichts Neues, völlig okay. Wir lassen das Buch erstmal nicht zu. Und dann gibt es halt ein kleines Dorf, einen kleinen Gallien, das sagt, nö, F you. Und das finde ich so, das, ganz ehrlich, ich war ziemlich sauer und bin wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen angepieselt, weil lustigerweise, wie eben der Mike gefragt hat, wie viele Stunden beschäftige ich mich mit dem Hobby? Und ich bekomme dafür rein gar nichts. Ich habe natürlich ein Ziel vor Augen, dass ich irgendwann was bekommen möchte. Aber wenn ich probiere, allen Leuten es recht zu machen und dann noch irgendwie vor den Kopf gestoßen werde, dann habe ich, glaube ich, auch mal das Recht, allergisch zu reagieren. Was ich echt nicht fair finde. Vor allem, ich bin jetzt für, also wie manche von euch vielleicht auch wissen, für das gesamte WTC-FAQ zuständig. Meine Arbeit beginnt quasi im Januar. Völlig unbezahlt. Das heißt, ich werde mehrere Stunden die Woche nur für ein FAQ investieren. Was noch nicht von allen TOs anerkannt wird oder benutzt wird. Ich habe mit Steffen Hotzenplotz, der die Bamble und Bolter Turniere organisiert, einen Discord gegründet. Nur für TOs. Nur für Turnierorganisatoren. Um denen das Leben leichter zu machen. Um mit denen Absprachen zu halten. Um Hilfestellungen zu leisten. Regelfragen zu beantworten. Andere Turnierfragen, relevante Turnierfragen zu beantworten. So, hey, wie macht ihr das mit Miete? Oder bla 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 bla. Whatever it is. Da habt ihr einen Discord. Da kann jeder TO drauf. Kann seine Fragen, Sorgen äußern. Und bekommt regelmäßig Feedback. Auf dem Discord habe ich seit Monaten gefragt, hey, pass auf, welche Probleme habt ihr mit dem WTC-FAQ? Ja, okay, das ist mir zu lang. Okay, verstehe ich. Ich habe schon eine Lösung, sage ich gleich was zu. Was habt ihr noch auf dem Herzen? Ja, die Hälfte der Sachen sind falsch. Okay, was genau? Ja, so allgemein. Hast du es dir durchgelesen? Nee, das ist viel zu lang. Ah, okay. Ist natürlich schwierig, das jetzt in Feedback zu verpacken. Es gab von 2 Personen von über 30 TOs oder so Feedback. Fand ich ein bisschen dünne. Okay, gut. Ich musste regelmäßig Updates geben, auch bei der WTC selber, und habe gesagt, hey, das hier und so, hier sind meine Feedbacks. Ich kann nicht innerhalb kürzester Zeit alle Fraktionen alleine durchgehen. Alle Regeln, also mein Ziel ist es, irgendwann alle Regeln zu kennen, was ziemlich schwer wird, wenn im Juli die neue Edition raus ist. Aber dann kann ich ja wieder von vorne anfangen. Und dann ist es soweit, dass diese neue Version, damit wir einfach nur erstmal die neue Version raushauen, die 0.1 WTC-FAQ,
kommt raus und sofort ist das Geschrei groß. Wo ich sag, wo war dieses Geschrei denn vor ein paar Wochen? Also man gibt die Möglichkeit zu sagen, hey, gib doch mal Feedback. Nö, passt. Okay, hier ist unser Produkt. Was denn das? Okay. Ja, neue Edition. Ja. 3 Monate nach Manchester. Prost. Ist das Problem mit Astra die Verfügbarkeit, die Unklarheiten oder der Power Level? Also, von Games Workshop Sicht ist es natürlich die Verfügbarkeit. Für TO Sicht ist es die Unklarheit. Vor allem, wenn ich dann, also wenn keiner der Teilnehmer Astra Militarum spielt, aber die Turnierorganisation spielt selber Astra, dann wird es sehr kritisch. Weil ich aktuell kann ich Listen schreiben, die sind ziemlich in der Grauzone und kann damit ziemlich Probleme am Tisch veranstalten. Also, ich gebe euch ein Beispiel für euch. Astra-Spieler. Ich kann ja mal... Ich nehme so einen Mörser-Trupp und stelle noch so einen Banner hin und ich buff den Mörser-Trupp 3-mal mit Ursula-Befehlen und überschreibe die halt. Und dann gucke ich wie heißt der denn? Otario nicht, sondern Bellacor an und verwunde den auf die 2+. Mordian und Auswex haben die Kritik auch geäußert, aber das heißt nicht, dass die den Kodex nicht feiern. Ich feiere den Kodex, ich finde den total toll. Ich habe vorgestern dagegen gespielt, gegen meinen Kumpel Marius. Schade, die Playlist ist durch. Nehmen wir das. So, ich finde den total cool, den Kodex. Der hat so 2, 3, ne? Und dann so 2, 3, Und dann so 1, 2. Aber ansonsten ist er echt nice. Ich finde den nicht mal broken. Aber das halt aus der Sicht des Sister-Spieler. Solange man nicht ordentlich als Brute Brothers spielen kann. Ja, ich würde ihn als Brute Brothers einfach spielen. Ersetze Regimental mit Regiment und dann bist du good to go. Ist gar nicht so schwer. Aber als TO den dann selber zu spielen, weiß ich nicht. Und dann, es ist schwierig. Und dann sage ich, Mensch, wir können doch nicht nur auf Games Workshop schimpfen, wenn wir nicht sagen, wir möchten, also, das kann ich ja auch mal erzählen. Wir möchten ja auch was von Games Workshop. Servus, Flat 3 Mother Effing Damage. Ich hoffe, dir geht's gut, mein lieber Damien. Wir wollen was von Games Workshop haben. Egal, was es ist. Sei es schnellere FAQs, sei es coolere Modelle, weniger Geld, bla bla bla, dies und das. Jeden Tag steht ein Dummer auf und hat einen neuen Grund zum Schimpfen gefunden. Ja, wir können so alle durch die Welt laufen. Wäh, wäh, wäh. So. Aber wir könnten... Nur mal so ein Vorschlag. Auch probieren mit Games Workshop zusammenzuarbeiten. Das ist das, was ich momentan probiere. Das heißt, ich habe mir jetzt erstmal eine Liste gemacht und ich sage, ich möchte kleine Brötchen backen und von da aus arbeiten. Wer sind die größten Turniere in Deutschland? Okay. Was heißt Größe? Alle mit 100+. Wurde schon angeschrieben von Leuten. Ja, das ist voll unfair. Wir haben keine 100 Mann. Wir machen nur 80 Mann. Ich sage, ja, aber ich muss irgendwo eine Linie ziehen. Jetzt nehme ich diese Turniere, gehe zu Games Workshop ins Meeting und sage, pass auf, deutsche Community, wir haben diese Turniere, wir hätten gerne Support. Cool. Cool. Ne? Also. So sage ich halt, arbeite ich mit Games Workshop zusammen oder möchte ich mit Games Workshop zusammenarbeiten, zu sagen, wir geben einen Teil, ihr gebt einen Teil. So hin und her, ja. Was geben wir? Wir spielen den scheiß Astra-Kodex nicht. Weil wir einfach sagen, Entschuldigung für das Schimpfwort, weil wir einfach sagen, hey. Okay, hallo.
Kompressor. Hey, ihr habt uns gebeten, bis Januar zu warten, damit jeder das Buch kaufen kann. Fair ist fair. Weil guck mal, die Hälfte der Leute, ach, mehr ist, wahrscheinlich 99% der Leute auf dem Turnier werden den Aster Codex gar nicht haben. Wenn sie ihn nicht auf einer illegalen Art und Weise, können wir es so sagen, sich geholt haben. Ja? Detonator, ich grüße dich. So, es ist eben schwer, solange es keinen Verband gibt, der das geregelt einheitlich zu gestalten. Klar gibt es sicher Ausnahmen, die dem Verband nicht beitreten. Den Verband, ja, eigenes Thema natürlich, aber ich habe bereits einen Discord, wo sich alle einig sind. Es müssen nicht alle die gleichen Meinungen haben, Gottes Willen. Aber am Ende des Tages sagen die Leute, alles klar, wir spielen kein Astra auf unserem Turnier. Dann gibt es aber Leute, die ich sogar gefragt habe, hey, könntest du die Telefonnummer von mir weitergeben? Ich würde gerne mit dem Kontakt aufnehmen, mit dem TO. Warum möchte ich das? Weil ich gesehen habe, der ist nicht auf dem TO-Discord, der kriegt gar nicht mit, was hier eigentlich Masse ist und dass es so eine Gruppierung für den Austausch gibt. Was kriege ich? Schlag in die Fresse. Wofür mache ich das? Umsonst. Wo ich mir so denke, was soll das? Was soll das? Ich könnte einfach sagen, weißt du was? Macht euren Scheiß alleine. Ich bemale jetzt meine Wotan, höre Musik, hänge nur noch mit meinen Kumpels ab und spiele den ganzen Tag 40k. Dann fahre ich zu Turnieren, pack Broken Shit aus und versetze, also weiß ich nicht. Das tut so richtig. Und ihr merkt schon, da muss anscheinend was raus, ne? Muss was ventilieren. aber nein, das will ich ja gar nicht. Schade ist halt, zu dem TO kann ich keinen Kontakt aufbauen. Ich habe jetzt schon 3 Spieler, die auf dieses Turnier hinfahren, angeschrieben, dass sie bitte auch nochmal appellieren sollen. Aber naja, mal gucken, was bei rumkommt. So. Ich finde es halt schade, aber die Broken Kombis gibt es halt noch in anderen Sachen. Dich feiere ich trotzdem für deinen Einsatz. Kommunikation ist halt alles. Vielen, vielen Dank. Mockrox fast Like vergessen. Dafür gibt es Nackenschelle. Thunfisch Beule. Hallöchen und guten Abend. Auch dir einen wunderschönen guten Abend. Xanthas, naja, es ist alleine schon, dass du aktuell wieder im Konflikt bist, dass wer die Limited Box nicht kauft und hat noch mit dem alten Codex kommt und du hast auf dem Turnier zwei unterschiedliche Codexes kommt. Ja, auf dem Turnier wird dir das nicht passieren. Also, das geht gar nicht. Ist ausgeschlossen. Hört sich solide an, ist aber nicht. Okay. Ja, muss hier gerade etwas noch schreiben. So. Wenn der Tod es nicht möchte, muss man das aber auch akzeptieren. Das müssen im Grunde ja die Spieler dann regeln, indem sie nicht zu so einem Turnier hinfahren. Richtig. Aber die Aufklärungsarbeit kann man dann dennoch nicht machen, weil auch die Spieler... Und ich bin diese Teilnehmerliste halt durchgegangen und bin schon der Meinung, dass ich so langsam Teilnehmerumfelder lesen kann. Und ich kannte von denen einfach 80% nicht. Ich dachte mir, was natürlich gefährlich ist, ist, wenn keinerlei Werbung für den Target Priority Discord gemacht wird. Wir haben hier eine Plattform, in der 40k in Deutschland zusammenkommt. Das kann keiner denyen. Ob das jetzt Sepp und Benny alleine gehört, glaube ich nicht mehr. Ne? Aber die waren auf jeden Fall Entschuldigung, Vorreiter. Und ich bin heilfroh, dass die irgendwann gesagt haben, lass mal einen Discord aufmachen. Und da trifft sich einfach die Welt, um sich über alles auszutauschen, was halt geht. Jetzt muss ich... jetzt muss ich... Moment. Moment.
Jawohl, Jonas, entschuldige bitte. Ich muss jetzt mal peinlicherweise nachfragen. Du bist doch Jonas aus meinem Club, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Downloads. Da. Ah ja, genau. Okay. Die Zusammenarbeit mit Games Workshop und Deutschland. Das ist das nächste Thema für mich. Nur so ein random Jonas aus Hamburg. Ah, okay. Naja, schade. Jetzt ist sich gefragt, hey, wollen wir am Wochenende spielen? Weil ich muss unbedingt mal wieder spielen. Und, ach nee, das setze ich jetzt nicht. Egal. Kompetitiv ist nicht meins. Eine Sache verstehe ich nicht. Zählt jedes Turnier für das Ranking des Spielers? Und kann man theoretisch zulassen und verbieten, was man möchte? Jedes Turnier zählt für das Ranking. Absolut. Aber wenn wir mitbekommen, dass manche Turniere einfach nur Humbug sind und zum Beispiel eine Sache machen. Ich schwinge heute noch den Pinsel. Das ist eine sehr, sehr coole. Ich will nicht mehr an dem hier weiterarbeiten. Weil ich über die Kamera hingucke. Zum Beispiel ist da ein Turnier, das die Sun Matrix nicht als ersten Decider nimmt. So, der erste Schrecken jetzt bei den ersten Turnierspielern angekommen. Für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet. Ein Turnier wird in verschiedenen Kategorien bewertet, wie ein Spieler eigentlich gewinnen kann, das gesamte Turnier. Da gibt es verschiedene Matrix. So. Matrixe? Matrixen? Matrizen. Die allseits bekannte Sun-Matrix. Sun ist die Abkürzung für Sieg, Unentschieden, Niederlage. Wenn ich auf einem Einträger bin mit 3 Spielen, dann gewinnt meistens, oder fast immer, sollte. Ah, verdammt. Zusammenarbeit mit Games Workshop war eigentlich das andere Thema, ne? Mach ich direkt im Anschluss, ohne Scheiß. Jetzt habe ich schon wieder SCH gesagt. Wenn ich 3 Siege habe, habe ich 3-0-0. 3 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen. Jetzt habe ich natürlich mehrere Leute, die an so einem Einträger mit genügend Teilnehmern 3-0 gehen können, also mit 3 Siegen rausgehen können, an einem Einträger. Bleiben bei dem Beispiel. Brauche ich also einen zweiten Decider, der sagt, aber wer ist denn jetzt quasi besser auf dem Papier? Ne? Vielleicht haben die ja gar nicht gegeneinander gespielt. Logischerweise, wenn beide 3-0 sind, ist das nicht passiert. Der zweite Decider, der oft benutzt wird, sind Battle Points. In Warhammer wissen wir, dass wir mit normalen Battlepoints bis zu 100 mit Bemalwertung erreichen können. Das heißt, von 3 Spielen kann ich also maximal 300 Battlepoints erreichen. Viele Turniere rechnen das jetzt um in die WTC Scoring Matrix, was wiederum bedeutet, aus den 100 wird eine andere Tabelle benutzt. Wenn ich also mein Ergebnis fest habe, wird das einfach umgeschrieben in eine 20er-Matrix. Damit wir nicht mit 100 arbeiten, sondern das Teilnehmerfeld ein bisschen mehr zusammenbringen. So, wenn ich jetzt diese 20-0-Matrix habe, also 20 ist die höchste Zahl, die ich erreichen kann an Punkten, und gewinne 3 Spiele mit 20-0, dann habe ich 60 Punkte am Ende. Soweit so gut. Wenn aber mein erster Decider Battlepunkte ist, dann kann jemand das Turnier gewinnen, der 3-mal verloren hat. Sehr kompliziert, aber es geht. Und deswegen sollte man niemals Battlepoints als ersten Decider nehmen. Wenn ich also gegen meinen Gegner von Runde 1 99 zu 100 verliere, habe ich 99 Battlepoints. Jetzt spiele ich gegen den Nächsten und der macht auch 100 Punkte und ich wieder 99. Ich habe schon 2-mal verloren, aber habe insgesamt 198 Battle Points.
Und wenn ich jetzt nochmal gegen jemanden spiele und wieder 99 Battle Points mache, aus welchem Grund auch immer, habe ich dreimal verloren, aber ich habe über 270 Battle Points gemacht. 297 Battle Points? 297 Battle Points gemacht. Ja. Jetzt auch minus 3 rechnen können, ne? Ja, genau. Hab dreimal verloren, aber habe höchstwahrscheinlich, wenn kein anderer irgendwie mehr als die Summe gemacht hat, bin ich Erster und hab dreimal verloren. Ist das nicht total komisch? So. Jetzt hat man natürlich für das Beispiel erstmal so extreme Zahlen genommen. Aber es geht auch mit 20er Matrix. Das heißt, ich verliere 9 zu 11 und das Ganze dreimal und hab dann 27 Punkte. Bin nicht schlecht platziert dafür, dass ich dreimal verloren habe. 27 Punkte machen. Ganz cool. Weil jetzt macht der eine in seinem ersten Spiel ein 15-5. Sein zweites verliert er 5 zu 15. Dann hat er insgesamt 20 Punkte gemacht. Aber er hat einen Sieg. Aber ja. Gibt es wirklich TOs, die keine Sun benutzen? Ja, gibt es. Leider. Und auch diese TOs möchten keinerlei Kontakt mit mir haben. Ich kann es verstehen, wenn sie keinen Kontakt mit mir haben wollen. Ich kann es nicht verstehen, dass man sich so wehrt gegen die Community. Gegen die deutsche Community. So. So viel zu... Moment. Da oben. Das war nämlich eigentlich ausgangs die Antwort für Tim. Kompetitiv ist nicht meins, eine Sache verstehe ich nicht, zählt dieses Turnier, bla 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 bla. Wenn jemand solche Sachen macht, dann würde ich persönlich ihn aus dem Team Germany Ranking für sein Turnier ausschließen. Was hat das zur Folge? Sein Turnier wird nicht mehr so attraktiv für manche Leute. Zumindest für die richtig guten Spieler, die Punkte machen wollen. Ich nehme mal ein Beispiel. Das Firebug-Turnier in Karlsruhe im März hat 130 oder so. Und die würden auf einmal sagen, Battle Point ist der erste Decider. Was? Und übrigens, Figuren müsst ihr auch nicht bemalen. Es wird auch ohne Uhr gespielt. Was können wir noch so machen? Ja, Gelände ist, ihr macht das schon und die Platten sind halb leer. Das Turnier wird nicht gewertet. Nope. Sorry. No chance. Das passiert natürlich nicht. Ne? Aber wenn man das weiß und das R40K... Naja, die Dose machen wir nicht schon wieder auf, verdammt. Ne? So, okay. Zusammenarbeit mit Games Workshop. Was ist momentan Masse? Es gibt ein Team. Und dieses Team besteht aus folgenden Leuten. Das besteht aus Tom Adriani, Neil Kerr, Tom ist aus Belgien, Neil ist aus Schweden, Zach Addington, der ist aus England, ist der Organisator vom LGT und auch anderen Turnieren wie in Leicester und Nottingham und überall. Xandre Ramos und Diffie von Best Coast Pairing aus Australien. Xandre Ramos aus Spanien, Diffie aus Australien. Mathieu aus Frankreich, der gehört mit zu Wargame Alive oder French Wargaming Studio. So eigentlich heißt er. Für mich der französische Wargame Alive. Justin Curtis, Head Judge von Games Workshop. Und Mike Brandt, einer der Senior Manager von Games Workshop. Eigentlich der Event Manager und jetzt auch für viele andere Sachen zuständig, Influencer-Programm und so weiter und so fort. Dieses Team, nenne ich es mal, probiert jetzt den Draht zwischen kompetitiver Szene, Community und Games Workshop zusammenzubringen und zu verflechten. Um den Austausch besser zu gestalten, die Gemüter zufriedenzustellen, Probleme in den Communities anzusprechen, anzubringen und so weiter und so fort. Steffen Preis, ich grüße dich, genauso wie den Harry und den Würfelgöttern. Genau, also das ist so die Kernaufgabe dieses Teams. Ich lese mal kurz Fragen. Vielen Dank für die Antwort. Natürlich, Tim. Und dafür ist der Chat auch da, damit ihr mit mir interagieren könnt. Und heute schon wieder voll viel. Egal.
Aber das ist doch ihre Entscheidung. Es ist dann halt nicht statistisch vergleichbar. Tut ihr das weh, wenn die nicht mehr gewertet werden? Für ein Ranking müssen die halt Faktoren vergleichbar sein. Mir tut das nicht weh. Mir tut die fehlende Aufklärungsarbeit weh. Da bin ich halt ein bisschen eigen. Spieler nicht über Möglichkeiten und Fairness und so weiter zu informieren, finde ich ziemlich asozial. Sehr gute Idee. Ein sinnvolles Gremium. Ja, ist auf jeden Fall geil. Einige Turniere machen das tatsächlich absichtlich, um starke Turnierspieler abzuschrecken und ein Turnier mit anderen Spielfeld zu haben. Ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Ja, witzig ist dann nur, wenn halt bei so einem Umfeld trotzdem ein Fritz Peters auftaucht. Klappt ja sehr gut. Sowas wie, welche Wertungssysteme wird benutzt, könnte gerne mal GW eine Seite im Core Rulebook 10. Edition für opfern. Moment. Ich stelle mal eine Vermutung in den Raum. Was wir nächstes Jahr bekommen werden, ist ein offizielles GW-Ranking. Das ist nur so eine Vermutung. So, ja, ich glaube, da war noch die Frage nach habe ich überlesen. Naja, hast du schon was zum Judge-Seminar gesagt? Judge-Seminar ist in der Mache, nenne ich es jetzt mal. Es ist wesentlich mehr Aufwand, als ich dachte. Also ich bin mittendrin. Coole Bilder, Ethanir, by the way. Das ist diese Ork-Reitviecher. Wird auch stattfinden. Es wird in Gudensberg stattfinden. Ranking wahrscheinlich ab Februar. Ich weiß nicht. Schlimm, schnelle Frage. Bei 20-0 Unentschieden, bei 0-Punkt-Differenz oder bei 0-2? Meine persönliche Meinung oder was meinst du jetzt genau? Und beim Judge-Seminar, was gibt's sonst zu sagen? Also es wird in Gudensberg stattfinden, in Dissen. Meine Meinung ist, bei Single-Turniere ist nur ein echtes Unentschieden, also bei 0 Punkte. Und bei Team-Turnieren 0 bis 5. Ja, alles gut, Harry. Genau. Nicht 0 bis 5. Also ja, doch 0 bis 5. Und nicht 0 bis 2. 0 bis 2 ist falsch. Genau, 0 bis 5. Team-Turnier 0 bis 5. Singles 0 bis 0. Das ist der dicke Finger. Genau. So, wollen wir uns mal angucken, was hier so auf dem Tisch liegt? Guten Abend, was habe ich verpasst? WTC FAQ schon durch? Das hatten wir im letzten Stream, hatten wir das schon durch. Bam! Oh, guck dann diese Kamera hin. Wir machen mal so und so und so. Und machen mal. Wer ist denn dein Monitor? Ah ja. Sind dunkel, oder? Okay. So, ich habe folgendes Problem. Das ist so Status Quo gerade durch meinen ersten Transporter. Ja. Da. Naja, ich sehe aber nicht, was auf dem Stream ist. 62 Zuschauer, 45 Likes. Echt mal, was ist da? Ich glaube, der Harry hat noch nicht geliked. Der hat so dicke Finger, hat er gesagt. Kann ich das dahin rücken und das dahin rücken? Ja, kann ich. Cool.
Okay, das ist Status Quo meines Sagittor. Sagittor? Und ich will es so aussehen lassen. Sorry, Rührei mit Speck ist besser als Laigen. Okay, jetzt machst du dir Feinde, mein Freund. Jetzt machst du dir Feinde. Ich will auch Rührei mit Speck. Nein, will ich nicht. Doch, nein. Lieber noch ein Weihnachtsmann essen später. Das heißt ja, alles wird besser. Okay, gehört doch nicht so. Nee. Genau, also mein Bike, das hat natürlich schon Battle Damage bekommen. Das ist schon. Aber irgendwie ist die Grundfarbe dunkler. Und ich weiß nicht wieso. Vielleicht nicht. Vielleicht liegt das nur an der Größe. Aber irgendwie bin ich mit diesen Paneelen irgendwie nicht zufrieden. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, ich muss die abdunkeln. Irgendwie. Ich könnte es mit Schwarz machen. Auf dem ersten Blick hattest du mehr Farbauftrag. Du hast doch keine Ahnung. Naja, das kann schon sein, ja. 0 Eulen über Bürsten. Also 0 Eulen auf der Platte würde ich ungern machen. Wirkt schon intensiver. Das glaube ich auch, ja. Wenn die nächsten Codex auch so wie Astra Militarum, viele sagen, der wirkt wie. Codex ist der aus neuer Edition oder neue Idee, keine Ahnung, was du damit meinst. Die sehen nur so flach aus, wegen Battle Dimension Highlights, denke ich, aber geil. Ja. Vor allem diese Farbe ist neu. Entschuldigung für Schniefen. Das geht ja auch irgendwie nicht ganz weg. Diese Farbe finde ich auch mega cool. Das ist nämlich einfach nur hellgrau von diesem AK-Zeugs. Und die kommt in meiner Armee noch gar nicht vor, außer hier an diesem Kragen. Ansonsten kommt die bei der ganzen Figur nicht vor, nur bei dem Kragen. Und hier die, also die Innenseite dieses Mantels ist diese Farbe. Und als ich die hier drauf gesprüht habe, dachte ich so, boah geil, das passt. Weil, happy. Ich habe ja meinen Zauberer schon fertig. Erstmal, ich weiß nicht, habe ich den schon gezeigt? Das wird bestimmt der fehlende Battle Damage sein. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Werde ich gleich mal ausprobieren. Genau, hier haben wir. Ich weiß nicht, habe ich den Zauberer schon gezeigt? Gefühl bis die Hälfte 20. Ja, ich bin echt einfach nur erkältet. Ich meine, damit du viele Units bezahlst, beziehungsweise immer Punkte reinpackst, wenn du magst. Bei der Fleischstange drauf. Achso, das meinst du. Ja, der Zauberer hat Spaß gemacht. Also der könnte noch ein bisschen was abkriegen. Vor allem hier könnte ich noch ein bisschen intensiver mit den Übergängen bei dem beim Mantel sein. Hier. Das könnte man noch intensiver machen. Ich hab da mal. Also wie bei seinem Mantel zum Beispiel. Da habe ich ja schon mehr Gas gegeben. Das könnte man bei ihm eigentlich auch nochmal machen. Cool finde ich halt die Base, ne? Die haben wir ja mit diesen Kacheln gemacht. Und ich habe einzelne Kacheln auf seine Base drauf gemacht, damit es so aussieht, als würde er den direkten Kachelboden zerreißen. Hat echt Bock gemacht, auch hier hinten so die ganze Kachel mit hochgenommen und so. Macht Bock. Ja, den haben wir gemacht. Dann habe ich hier noch den Broke hier angefangen. Der Broke hier. Ach doch, ich habe den gezeigt. Da habe ich über die ganzen Highlights geheult. Auf seinem Rucksack und so weiter. Mal kurz gucken, wo die Mitte ist. Zack. Ah ja, jetzt fokussiert er auch ordentlich. Ja, der Broker ist cool. Alles sehr, sehr dunkel, aber sieht, also macht trotzdem Spaß. Bei dem muss ich jetzt eigentlich nur noch das Gesicht und den Bart machen und Metall hier oben und vielleicht nochmal die Knifte angucken, ob man da nochmal was investiert.
Sieht schön dreckig aus, wie so ein dreckiger Zwerg. Vielleicht ist hier festgeklebt haben. Ja, da habe ich hier die. Die ganzen Drohnen-Kompagnons. Hier die Zauberer-Drohnen-Kompagnons. Und hier den kleinen Helferlein. Pack die mal weg, sonst werde ich doch mal Fan von Zwergen. Yo! Das Geilste ist eh mein Bike, ey. Das Bike der Lust. Ich bin so Bock, Mann. Hier seht ihr das Flugstäbchen. Wollte jetzt eigentlich alle durchbohren. Aber mein Bohrer ist einfach zu schwach. Deswegen wollte ich mir einen neuen Bohrer holen. So. Aber wir sind hier für das Suckator. Okay, ja. Gar nicht so leicht. Also wahrscheinlich muss ich mit Metall erstmal anfangen und das ist ziemlich langweilig. Was ich gerne mal ausprobieren würde, ist mal ein Schälchen. So, ein sauberes Schälchen natürlich. So. Und wir nehmen Schwarz. Und wir dünnen das runter. Dünnen das runter. Mir gefällt dieses Blaugrün. Ja, mir auch. Ich bin da echt ein Fan von. Lustigerweise ist es schon ein bisschen ähnlich mit Games Workshop. Dem Farbschema, was die haben. Thinner. Ups. Pinsel. Ich will mal gucken, ob ich den Battle Damage ein bisschen ercheaten kann. So. Und so gut. Also wenn ihr jetzt das Panel... Ich bin so... Jetzt klingt aber schon ballsy. Wenn ihr jetzt die beiden Paneele vergleicht, das hier ist abgedunkelt und hier ist noch fresh. Jetzt mache ich oben drauf noch ein paar Highlights und dann... Aha! Okay. Look at this. Abgedunkelt. Nicht abgedunkelt. Abgedunkelt. Nicht abgedunkelt.
Coole Technik. Von oben sollten sie natürlich gleich aussehen. Ist ja logisch. Von der Seite eben nicht. Beim nächsten arbeiten wir dann noch ein bisschen nur, um endlich 1700 Punkte Sisters anzumachen. Holy crap! Welche Farbe hast du für die Reifen benutzt? Welche jetzt? Das Schwarz? Oder was? Das ist Grundierung. Schönen guten Abend, Herr Steve Weiders. Kommt ihr Bike schon näher ran? Verspätet ist es. Servus. Hallo, Herr Markus Bauer. Ja, wenn ich schon dabei bin, kann ich dann natürlich auch hier abdunkeln, ne? Bisschen den hellen Fokus wegziehen. Auch keine deckende Farbe, wenn man, also es war jetzt bestimmt 3 zu 1 Thinner und Farbe, um halt die Verdunklung so zu erzielen. Macht wesentlich mehr Sinn. Hab bei meinem Vater in der Werkstatt ein Set gefunden. Tires and Tracks von Mick. Ist so ein geiles Satin Black dabei. Sieht aus wie Gummi. Das ist ja cool. Kenne ich noch nicht. Nein. Holen wir mal den großen Bruder dazu. Das Modell halt genau erstmal angucken, so von wegen, wo machen wir welche Farben drauf. Ich glaube, ich muss mir ein Referenzmodell angucken gleich. Und ein Thinner wäre auch nicht schlecht. So, kleiner Dummbatz. Wenn man sich fragt, wieso ich gerade jetzt auf den Trichter komme, diese Farbe nochmal zu mischen. Direkt beim Sprühen habe ich gemerkt, also ich bin jemand, der arbeitet mit extrem viel Bar oder Druck. Und wenn die Farbe so gesprenkelt rauskommt, dann quält die Airbrush sich ab, die Farbe dadurch zu bekommen. Das ist einfach nur das Indiz dafür ist. Dass sie zu dick ist. Oh, der hat fett gesagt. Ja, hab ich auch.
zeige euch das jetzt mal. Also, ihr seht die Farbe direkt beim... Ja. Ich zoome noch mal ein bisschen rein. Die ist gesprenkelt. Ich weiß halt nicht, wie gut man das jetzt erkennen kann am Stream. Nochmal größer zu machen. Da, das sollte eigentlich ganz gut zu sehen sein, ja? Okay. Halten wir jetzt mal fest. Jetzt mache ich mal den Teil hier oben als Vergleich, weil ich es jetzt verdünnt habe. Da seht ihr, da ist gar keine Sprenkelung mehr dabei. Genau dazwischen, wo jetzt mein Nagel aufhört, da sind beide Farben oder beide Konsistenzen der Farben aufeinander getroffen. Da seht ihr den Unterschied zwischen verdünnen und nicht verdünnen. Das heißt, wenn ihr eine glattere Fläche haben wollt oder einen schöneren Farbverlauf, dann stellt sicher, dass eure Farbe dünn genug ist. Und das Gute ist, wenn ihr vorher quasi zu dick wart mit der Farbe, könnt ihr jetzt einfach über diesen Bereich nochmal drüber gehen, so wie ich es mache, und dieses ganze Gesprenkelte einfach auslöschen. Cool, ich kann sogar mit Kamera arbeiten sozusagen. Folgende Sachen sind dafür natürlich extrem wichtig. Eine gute Pistole ist schon mal eine halbe Miete, ja. Gute Farbe kommt dazu. Die Airbrush sauber halten und pflegen, ja. Das ist jetzt eine 0,2er Düse. Was benutze ich für eine Pistole? Benutze momentan eine Evolution. Ich warte darauf, dass Jan Felix mir ein gutes Angebot für eine Infinity holt, dann hole ich die. So, schon ist der Bereich quasi... Achso, nee, der Deckel selber muss ja auch bemalt werden. Okay. Das Gesprenkel, was man jetzt auf diesem Deckel drauf sieht, kann zwei Ursachen haben. Entweder vorne eure Düse, wenn ihr guckt bei der Nadel, dass da Farbe dran war und ein bisschen verklogt, also verstopft war. Zweite Theorie, genau dort, wo die Farbe und der Verdünner in dem kleinen Farbdöschen noch nicht gemixt war, kam gerade entweder nur Farbe oder so raus. Oder, und leider weiß ich, dass das wahr ist, ich habe zu weit zurückgezogen und es kam zu viel Farbe raus. Ja, Infinity mit 0,2er, 0,15er ist, glaube ich, the way to go. The way to go ist schwierig, weil wenn du airbrushen kannst, beziehungsweise also die Infinity alleine macht dich noch nicht zu guten Maler. Die Infinity ist gut. Das weiß ich aus dem Grund, der Adrian hat eine und ich habe sie einmal benutzt und ich fand sie sehr, sehr gut. Aber ich bin mit der Evo unglaublich zufrieden und ich bin mit der Silverline. Silver? H&S Silver? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Also meine zweite Airbrush. Auch unglaublich zufrieden. Da habe ich meine 04er Nadel drin. Ups, hier ist die Kamera. Okay. Und ich mache auch sehr, sehr gerne mit der Silver arbeiten. Ja, ich glaube, die Paneele wollte ich gar nicht machen. Ja, weil ich dumm rumgeschwätzt habe.
beiden wollte ich nicht machen, weil die wollte ich im Türkis machen. Ist die Kameraeinstellung eigentlich zu krass oder also zu nah oder ist das mal was anderes? Kann das was? Leute, ich mach Schluss. 0-0 ist alle. Feierabend, Bier ist alle. Vor allem, wenn man halt kurz Pause gemacht hat, was an der Tür geklingelt hat. Was ich immer gerne mache, ist hier wirklich so, bam, einmal volle Hütte rauspusten, dass da ordentlich wie so niesen, ne? Man sieht wirklich genau, wo du was schaffst. Okay, jetzt will ich halt an der Tür arbeiten. Für mich ist halt wichtig, und das mache ich auch immer, puste mal vorher, damit auch kein Staub oder so liegt. Für mich ist immer wichtig bei solchen Paneelen, dass sie in der Mitte mehr Farbe haben als am Rand. Und ein einfacher Trick dafür ist einfach Kreise zu drehen. Genauso wie dieses Panel soll halt ein bisschen mehr Farbe abbekommen, ein bisschen besseren 3D-Effekt bekommt. Man muss schon lächerlich gut sein, um wirklich vom Unterschied zwischen Evolution und Infinity zu profitieren. Ich tue das nicht, weil ich auch für die Evo und Infinity einen Nozzle geholt hätte. Ja, vor allem die Nozzle ist halt auch wesentlich cooler als die Nozzle, die hier drauf war. Deswegen habe ich sie schon abgemacht und weggeschmissen. Aber ja. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir das antun will, hier reinzugehen. Ja, muss ich mal gucken. Ja. Blubberalarm. Was heißt blubbern? Verstopfung. Und da gehe ich dann wieder hin und mache hier so richtig Bärschlag. Und das kann halt auch nur ein einziges Farbpigmentchen sein, was einfach in der Düse hängt. Kommt vor allem mit, und ja, ich gehe jetzt ins Innere da quasi rein. Kommt vor allem mit Metallfarben sehr oft vor. Besseron, ich grüße dich, weil Metallfarben haben extrem große Pigmente. Okay. Einen wunderschönen guten Abend, leider erst zum Einschalten. Was gibt's Neues in der Warhammer-Welt? Ich bin jetzt CEO von Games Workshop geworden. Kannst mir gratulieren. Und nur wenn du willst. Und warum jetzt hier so ein Streueffekt dabei ist, von den Punkten her, ist, weil nicht genug Farbe kommt. Weil die Fläche einfach zu groß ist. Das ist ein anderes, wie wenn die Farbe nicht dünn genug ist. Das heißt, hier muss einfach nur mehr Farbe, um die Density voll zu machen. Ja.
Ja, so schnell kann man Ladeflächen bemalen. Es sind so drei Tropfen aus der Farbe, ne? Was man damit alles bemalen kann, ist so unglaublich. So mit ein bisschen Delay, glaube ich, deine Intention für die Community sind mehr als gut. Ich glaube aber manchmal brauchst du einfach nur mehr Geduld, bis sich gute Ideen auch durchsetzen. Ja. Du hast komplett recht. Ach so, diese. Muss ja nicht alles erklären, oder? Beim Airbrushen. Wobei ich gerade wieder auf Content-Suche bin. Wie ihr gemerkt habt, ist mein Kings of the Hill relativ. Wenig Neuerungen im Content-Bereich. Aber wie ihr merkt, gibt es einfach unglaublich viel zu tun im Hintergrund. Deswegen darunter halt der Kanal etwas leidet, aber wir uns ja auf 2023 schon vorbereiten, weil wir dort einfach sehr, sehr geile Projekte wieder am Start haben, auch Neuerungen. Auch was komplett Neues wieder. Wieder mal. Malen wir erstmal alles in der Farbe. Ja, und bei den Paneelen bin ich mir gerade nicht sicher. Gerne Airbrush-Content. Klingt jetzt vielleicht etwas doof. Ich finde mal ein Video, wie man schnell Turnier Ready bemalen könnte. So, macht ihr wieder einen Jahresrückblick? Jahresrückblick ist auf jeden Fall eine coole Idee. Also wir werden, ich glaube, Damian hat schon announced, einen Stream mit allen Kings und auch allen neuen Kings noch machen. Also, da er schon announced hat, muss er es auch machen. Wann das genau sein wird, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Denn ein Datum steht noch nicht fest. Ich glaube, ich mache die Waffenklappe auch hell. Den Arsch mache ich Metall von dem Ding. Und die Seitenpaneele türkis. Und vielleicht den Mittelpunkt wieder weiß. Und den hier auch weiß. Vielleicht mal ein Live-Battleport mit einem Clubbruder von dir. Würde ich auch feiern. Clubbruder? Weißt du, von Mini Paradise?
Schönes Auto. Yep, oder Korf. Ja, Korf wird schwierig. Die wohnen ja alle irgendwie 300 Kilometer weit weg. Das WTC-Team nächstes Jahr vom Bund unterstützt. Laufen da irgendwelche Gespräche? Ich glaube nicht. So Verein 2 Limstar. Und dann raus für heute. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht, Firstborn. Vielen, vielen Dank. Ich habe schon mal erwähnt, dass eine komplette Lumineth-Armee umzubauen und sie in alten Hochelfen anzugleichen. Echt eine Schnapsidee war. Puh! Mensch, was du mit deiner Freizeit machst, da kann ich dir nicht helfen. Ich kann aber sagen, ich habe meine Necrons verkauft und ich habe meine vorletzte Fantasy-Armee verkauft. Ich habe nur noch Ratten. Ja, nur noch Ratten. Fühlt sich komisch an. Jetzt, wo ich auch keine Necrons mehr im Haus habe, so, boah. China. Jetzt mache ich mal ein Referenzbild. Ich hab vergessen, wie er heißt. Land Fortress. Botan. Und das eingeben, dicker Panzer. Ich könnte eigentlich auch noch was spoilern. Soll ich noch was spoilern? Hat jemand Bock auf Spoilerino? Ups, wie los. Okay. Ah, so ist das. Die Kugel der Waffe selber ist weiß. Obendrauf ist alles grün. Habe ich es falsch gemacht? Verrückt. Von den offiziellen GW-Bildern bin ich ganz schön weit weg. Mensch, aber ich glaube, ich male erstmal und dann gucken wir mal. Spoiler! Wir haben einen neuen Kings of the Hill. Geht kein Mann. Okay. Hallo, ist das Ding an?
mehr Infos gibt's nicht. Nee, mehr Infos gibt's auch nicht. Also mal warten, was kommt. Dann hate. Genau, dann hatet mal schön. Nee, wir machen das ja anständig. Also ich werde noch nicht sagen, wer es ist. Ach, ich muss die erst schwarz machen. Verdammt. Abverschwendung. Die 2D Airbrush ist nicht sauber. Ich warte noch auf mein Angebot. Dein Angebot? Da kann keiner so gut sein wie der Lim, also ist er lame. Weiß noch nicht wofür, aber. Danke für nichts, mehr gibt's nicht zu sagen. Ja, also wir haben einen 8. Kings of the Hill. Einen King of the Hill. King. Shit. Oh hier. Blub, 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 blub. Einen weiteren King aufgenommen. Oh Mann, ey. Den haben wir als Organisator aufgenommen. Das war auch bitter nötig. Ups, das ist falsch. Gibt's sonst Neues? Also die Black Friday Aktion war ziemlich cool und ziemlich erfolgreich. Vielen Dank dafür, das hat uns viel geholfen. Wollten wir das nicht geheim halten. Ah, na, es muss einfach raus, Robert. Verstehst? Verstehst? Ist den AdMech-Profi schlechthin aufgenommen. Ich bin jetzt noch nicht bereit für dich. Tatsächlich haben wir auch Neuerungen bei unseren Sponsoren vorgenommen. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert. Wahrscheinlich eher nicht. Weil die euch ja quasi gar nicht betreffen, so nach dem Motto. Könnten eigentlich auch die Mitte einfach schwarz lassen hier unten. Aber was stimmt denn eigentlich hier mit meinem Glas? Ab dem verrückt. Nur noch verrückt. Und was das soll. Oh Mann, das wird hier alles schmutzig. Ab dem 1.1. haben wir nur noch
zwei Sponsoren. Und das sind Taschengelddieb. Ich glaube, wir airbrushen heute nicht mehr. Und PK Pro. Egal, was mit deinem Glas. Ich stimme, die Musik ist super okay. Okay. Ich hab's verstanden. Kein Schlager. Yo, 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 yo. Kutami mag, aber wir möchten nicht mehr mit Kutami. Also es hat, wie gesagt, Kings of the Hill sind nicht monetär eingestellt. Jan Felix hat noch ein Meeting. Für meine Infinity oder für was? War da nicht irgendwas mit Limbel der Infinity? Jan Felix, ich wünsche dir was. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang. Nee, das hat einen recht einfachen Hintergrund mit den Sponsoren. Wir möchten mit den Sponsoren zusammenarbeiten. Und wir möchten halt auch ernst genommen werden. Wir machen alles für Geld. Und wir möchten auch, dass die Sponsoren mit uns zusammenarbeiten. Dass die auf uns zukommen. Und sagen, hey Jungs, wir haben hier eine Aktion. Können wir da was zusammen machen über euren Kanal? Werbung, dies, das. Einmal geben, einmal nehmen. Oder hey, wir haben hier ein neues Produkt. Wir schicken euch da mal eine Box zu. Stellt es doch mal vor. Und die einzigen beiden, die das gemacht haben, waren PK Pro und Taschengelddieb. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir möchten nicht einfach sagen, hier, her mit dem Geld, sondern einfach nur, wir wollen ja auch Reichweite, um das Hobby weiterzutragen, und dazu brauchen wir auch Hilfe, und Shops eignen sich dazu einfach gut. Und ja. Also, was jetzt mit der Infinity, Jan Felix? Soll ich die mal vorstellen hier auf dem Kanal? Und die Überleitung war super. Oh, jetzt weiß ich, was da los war gerade. Okay. Okay. Wo sind wir? Hier. Wo ihr ja nun eine sehr hohe Dichte an guten Spielern bei KOF vereint habt, mit vielen positiven Synergien, siehst du noch Clubs mit ähnlicher Dichte, Qualität aktuell? Vor die Kings-Trolle. Boah, hier. So eine Frage. Mir im Internet stellen, das ist ja eine automatische Lose-Situation für mich. Wie soll ich denn aus der Nummer rauskommen, wenn ich antworte? Rumkugal, servas. Also. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder sagen, ja, Kings of the Hill sind gar nicht so gut. Ne? Und die sind mindestens genauso gut oder besser. Oder ich sag, nee, nee. Wir sind das Beste, was es gibt, und keiner kann uns das Wasser reichen. Ja? Also egal, was ich sag, mach ich falsch. Aber tatsächlich glaube ich allen Ernstes, es gibt momentan keine spielerische Dichte, die an dem, was Kings of the Hill momentan aufwärts rankommt. Ja. Außer Flat 3 Damage vielleicht noch. Hmm.
Ups. Danke. Namen zusammen. Grüße dich, Rasputin. Sieht man euch nun eigentlich beim Firebug? Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch Judge beim Firebug. Noir89 TV. Servus. Spannt doch nur einen Wettbewerb an. Vielleicht weitere Zusammenschlüsse werden dadurch forciert. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwann so einen Spielertransfer. Das Bayern München, das 40G, ja, ja, ja. Das haben wir gern. Na klar haben wir das gern. Es sind auch alle Kings auf dem Nurgle Mania. Das ist am 12. Februar. Ich nicht, weil ich bin verheiratet. Nein, Spaß. Ich habe da Geburtstag. Stehen dann demnächst mehr Teamturniere an? Da fragst du tatsächlich den Falschen, weil ich bin zwar Turnierorganisator, aber lediglich beim Mini Paradise. Wo spielt eigentlich Major? Wie meinst du das? Jetzt in seiner Freizeit oder... Ich denke mir so, ah, verstopft, nee, leer. So. Ist ja bei euch dabei. Hä? Major? Major ist Gründungsmitglied von Kings of the Hill. Februar hieß es leider Nurgle Mania oder Scheunenklappen, da fiel es auf Erglänz. Ja, da bin ich auch. Da bin ich auch Judge. Oh, da freue ich mich drauf. Endlich wieder in Deadpool. Dort hat alles angefangen für mich. Ich sag's euch. Wenn ihr so wollt, meine erste Liebe. Das wollte ich ausprobieren. Kloppen im Februar wird dein erstes Zweitagesturnier. Sehr geil, dann sehen wir uns ja. Wir haben neue Trikots. Vor allem habe ich kaum noch Trikots, weil ich immer alles weggetauscht habe. Aber ich könnte mir langsam so eine Wand voller Trikots haben. Welche Rolle hast du aktuell im WTC Team Germany? Ich bin der Kapitän. Der Kapitän! Also ich bin Captain.
Wenn du am Nörgelmania Geburtstag hast, müssen wir uns tatsächlich noch was einfallen lassen. Ja, ich bin halt nicht da, Markus. Warte mal, Markus Bauer ist doch Nörgelmania, oder? Oder bringe ich das gerade durcheinander? Verdammt. Wahrscheinlich bringe ich was durcheinander. Wenn ich mich an die ersten Videos zurückerinnere mit Major und Adrian. Gut, dass ich aus derselben Region komme. Und nicht direkt einen Kulturschock bekommen habe. Das war so geil. Ich wünsche, mein Trikot kommt mal bald. Ey, es ist auf dem Weg auf jeden Fall. Simpas, Mr. Tanktop Adriano. Ja, ja, ja. Da war noch richtig Party am Start. I'm so sorry, Markus. Weißt du, es ist so, Moment, warum eigentlich trauriger Smiley? Wegen jetzt Durcheinanderbringen von Namen? Das liegt einfach an dem Phänomen Internets. Ah! Okay, wisst ihr, wie das passiert? Diesen Tattoo-Unfall hier? Indem man seine Nadel nicht nach vorne schiebt, sondern einfach loslässt. Also. Farbe, Farbe, Farbe und dann lasse ich los. Jetzt hängt vorne in der Kammer, hängt Farbe. Sobald ich drücke, kommt die raus. Da. Kann man nichts gegen machen, außer man airbrusht richtig. Und zwar nach hinten ziehen und nach vorne ziehen. Nach hinten und nach vorne. Und dauerhaft Luft kommen lassen. Nach hinten, nach vorne. Und dann kommt auch nichts raus. Ärgerlich. Gibt's einen Tipp für ein Anfängerturnier? Aus welchem Raum kommst du denn? Außerdem, Markus, ich glaube, wir haben es noch nie gesehen. Kann das sein? Wir haben bisher war nur geschrieben, oder? Oder mit welchem von euch beiden hatte ich geschrieben bei WhatsApp? Richtige Putzlappen angehabt. In den ersten Videos, glaube ich, irgendwas in die Richtung war sogar mein erster Kommentar. Ja, sehr gut, alles drauf. Ja, ich bin heilfroh, dass die Jungs einfach den Kanal aufgemacht haben. So, ey, yo, komm, wir halten einfach mal die Kamera drauf. Let's go. Das war schon eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Gut. Südhessen? Nee, Darmstadt. Okay, wie weit wärst du denn bereit zu fahren? Und was erhoffst du dir von einem Turnier? Das sind so Fragen, die ich mir erstmal stellen würde, wenn ich das erste Mal auf ein Turnier fahren würde. Möchtest du unbedingt gut abschneiden oder möchtest du einfach nur dein erstes Turnier? Also was verstehst du unter Anfängerturnier? Weil wirklich ausgeschriebene Anfängerturniere, die halt sagen, hey, wir nehmen nur schlechte Leute, so nach dem Motto, die finde ich selber schlecht. Ich finde, das ist ganz, ganz schlecht, reine Anfängerturniere, nur für Anfänger und keine erfahrenen Leute, die ihre Erfahrungen weitergeben können, auf einem Turnier zu haben. Das ist so, Hab hier eher ein ziemliches Problem für meine 2000 Punkte Necron-Armee. Für mich! Und wenn ich weiß, wie sie später auf dem Turnier spielen soll, bin ich mir belegen, zurück zu Elder zu kommen. Also, wir bieten auch Coaching an. Necrons können wir coachen, genauso wie Elder können wir coachen. Wenn es daran liegt, überhaupt kein Thema. Da helfen wir sehr, sehr gerne an. Ich würde gerne mal Turnier Luft schnuppern, da ich eigentlich seit 2 Jahren nicht mehr gespielt habe. Okay. Ist dir Kassel zu weit? Ansonsten Hirzenheim oder Red Fox Cup in Gießen? Also ich nenne es jetzt mal Gießen. So, Detonator, Bamble Clash. Ist aber bei dir um die Ecke. Bei mir nicht, ne. Okay, was sagen wir zu der Farbkombo? Liebe 40k-Athleten.
schreibe ich mir nochmal auf. Du kannst mir auch gerne im Discord einfach anschreiben. Ja, ich wäre super gerne beim Nurglemania dabei, auch super gerne als Judge. Vor allem der Martin wohnt da und alle Kings kommen und wir schlafen, oder die schlafen alle bei Martin und ich wäre super gern dabei. Aber meine Frau hat einen Tag vor mir, das ist der 11. Februar und ich habe am 12. Februar. 11. Genau. Und da kann ich es auch echt verstehen, wenn sie sagt, hey du, das muss jetzt nicht sein und so. Genau. Farbkombi sieht cool aus, vielen Dank, Farbe passt. Yeah. Rum, rum, motherfucker. Ja, vor allem finde ich ja auch Geburtstag mega langweilig. Ich mag Türkis. Ich mag Türkis auch, mittlerweile. Ich will ein bisschen kleiner machen. So, dann haben wir die beiden hier mal fix so ein bisschen bemalt hier. Klein und groß. Ich hab da hinten halt noch 4 Stück. 5 und noch einen. Also 6 Stück. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich ich sie klar lasse. Und ich finde es. Das ist echt heftig, klar lassen. Dem kannst du zufällig im 40k Club in der Nähe von Münsterland. Hast du Kinder? Ja, ich habe eine kleine Tochter. Boah, schwierig. Da würde ich mich mal im Discord am besten informieren. Der Laden in Mainz macht doch auch Turniere. Ich weiß gar nicht, in welchem Laden du gerade bist in Mainz. Darmstädter. Also, Bestron, du kannst mich auf jeden Fall im Discord anschreiben. Da kann ich dir gerne nochmal Turniere in deiner Nähe nennen, die sich auf jeden Fall als Anfänger eignen. Wobei ich immer sage, prinzipiell sind so 90% der Turniere eignen sich als Anfänger. Ob groß oder klein, macht den Braten da nicht fett. Ja. So, das wäre mit. Ja, finde ich nicht schlecht. Unglücklicherweise sind Elder nicht gerade anfängertauglich. Ich glaube, jede Armee auf einem hohen kompetitiven Level zu spielen, ist überhaupt nicht anfängertauglich. Viele Leute glauben, Death Guard sei leicht. Und ich sage, Death Guard ist eine der schwersten Armeen. Meinst du mit Laden in Mainz Urban Artworks? Ist da nicht das Rawhammer? Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Der gute Dice-Skill hat es hier vorgemacht. Man kann mit Chaos Knights abliefern. Bist du dabei zwangsweise auf Suppe angewiesen? Nee, aber auf Terrain. Also, Dice-Skill ist ein verdammt guter Spieler, aber ohne dem Terrain hätte er mit der Liste das nicht gewonnen. Da wieder stimmt. Aber wenn du nur Spaß haben möchtest und eine geil aussehende Armee hast, nimm Elder. Ich habe alle Turnierspiele gespielt. Ja. Na toll, ich bin gerade mal der Death Guard auf Vordermann. Ja, aber das heißt ja nicht schlechtes Robstar. Aber wenn du Death Guard wirklich also in gut spielen willst, pass auf. Death Guard. Einfach erklärt. Du hast 10 Terminatoren. Und von mir ist 2-3 Terminator. Und die laufen jetzt 5 Zoll los. Vielleicht advancen die noch und haben 8 Zoll hingelegt. Um sich von Ruine zu Ruine zu schlendern. Dein Gegner sagt, whoops, Whooping Hawk, ich schieße auf dich, teleportiere mich in die andere Ecke der Platte. Okay, was mache ich jetzt mit den Terminatoren? Laufe ich weiter nach vorne? Okay, sagen wir mal, ich laufe noch eine Runde nach vorne. Jetzt bin ich, sagen wir mal, ich habe nur eine 2 gehabt im Advance. Oder vielleicht ist da schon was zum Chargen, irgendwas im Mittelfeld oder so. Wenn ich mich nochmal 7 Zoll nach vorne bewege, vielleicht auch 10 Zoll nach vorne, bin ich zwischen 15 und 20 Zoll von meiner Homebase weg. Dieser Thermitrupp kann nie wieder zurückkommen. Unter keinen Umständen. Es gibt keinerlei Teleportation, nochmal bewegen, Shoot and Move.
irgendwas. Das heißt, ich muss immer wissen, bei Death Guard, welche Aufgabe hat diese Unit, in welche Richtung bewege ich sie, weil wenn sie umdrehen muss, hat sie verloren. Ein Elder-Spieler sagt, ups, bin hier auf der falschen Seite, 22 Zoll Movement, zack, weg. Überhaupt kein Thema. Natürlich sind die leicht und zerbrechlich und auf Death Guard kann man schießen und die halten viel aus. Und prinzipiell sagt man ja auch in so MMOs und so weiter, hey, ein Krieger ist eine recht anfängerfreundliche Klasse, weil du kannst dich auf die Mütze geben lassen und ist ein starker Charakter, so nach dem Motto. So funktioniert 40k aber nicht, weil 40k ist viel zu tödlich. Wenn du im Offenen stehst, adios, amigos, egal was du bist. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber egal was du bist. Deswegen ist Death Guard so schwer. Große Turniere sind als Anfänger wahrscheinlich sogar besser, weil mehr verschiedene Leute da sind. Kommt natürlich immer darauf an, aber prinzipiell bin ich auch Fan, als Neuling auf ein großes Turnier zu fahren. Weil die Stimmung auf einem großen Turnier ist wesentlich intensiver. Man bildet noch schneller, habe ich das Gefühl, Freundschaften. Man hat immer was zu gucken. Und wenn du jetzt so ein 24-Mann- oder 16-Mann-Turnier nimmst und das erste Spiel war vielleicht irgendwie blöd und das war vielleicht mit jemandem, ne, also die kann ja mal sein, dann ist die Auswahl an Menschen, die halt noch da ist, relativ gering, was halt ziemlich schade ist. Matthias Hans, ich grüße dich. Auch dir einen guten Abend. Jetzt fühlst du dich wie zwei Stühle und drei Meinungen? Ja. Ganz ehrlich, mein Feedback ist, geh mit der Armee, die für dich am coolsten aussieht. Boah, es ist schon 21:45. Ich habe leider noch andere Dinge zu tun. Okay. Ja, sie will halt verinnerlichen, sie werden die erste Armee, die ich auf einem Turnier spielen werde. Das ist vollkommen in Ordnung. Real Donald Trump. Hello, my friend. Hello. I wanna buy some tanks. I've got a Leopard 2. Oh. Well, I don't. But maybe eBay has. So, mein letzter Chicken Walker ist endlich fertig. Boah. Er hat's durchgezogen. Schläfst du auch manchmal? Ja, wäre halt cool, wenn ich das hauptberuflich machen könnte. Nee, aber geiler Stream, liebe Freunde. Ich konnte tatsächlich für mich mal etwas loswerden. Ne? Vielen Dank schon mal dafür. Und natürlich habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, mich auszuquetschen. Schade um den Avatar. Der ist schon ziemlich cool. Habe ich auch neulich einen Battle Report mitgedreht. Die Immortals machst du trotzdem fertig, ja. Und den Avatar, den kannst du auch ziemlich gut buffen. Selbst anfängerfreundlich. Noch fix Tipps für Zweitäger. Lim, wie sieht es mit dem Patreon-Discord aus. Moment, eine Frage nach der anderen. Also Patreon-Discord ist, wenn ihr entweder Patreon, Ko-fi oder YouTube seid, also Special Member Abo Sub, ja, Sub seid,
dann schreibt mich an, dann bekommt ihr den Zugang direkt zu dem Kings of the Hill Discord. So funktioniert das. Wir bekommen nicht alles mit. Genau. So, Chicken Walker habe ich auch lange nicht mehr gehört. Aber lange nicht mehr auf der Platte gesehen. Ja, ich schon, tatsächlich. Es war recht witzig, wie schnell die doch sterben. Wahrscheinlich nicht mobil genug. Noch fix Tipps für Zweitäger. Hab Spaß, hab deine Liste am Start. Also kenne deine Regeln, habe deine Regeln mit dabei. Hab Spaß. Probier es nicht so ernst zu nehmen. Geh früh genug ins Bett. 5 Spiele sind anstrengend. 6 noch mehr. Das ist eigentlich schon eine Menge. Nicht so eng sehen. Bist du in einem Coaching, Rasputin? Wie läuft die Berichterstattung auf der WTC und wann ist diese? Wie die läuft, weiß ich gerade nicht so genau, was damit gemeint ist, aber ich habe jetzt bei der WTC angefragt, ob nicht den Posten Livestreaming Sepp und Benny von Target Priority übernehmen können. Und dann das komplett verwalten für alle Nationen. Das heißt, es wird einen Livestream mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit geben. Für Deutsche. Ansonsten Berichterstattung natürlich über unsere Handys mit Instagram und solche Geschichten. Vielleicht auch mal irgendwas Kurzes auf dem Kings of the Hill Kanal. Wahrscheinlich eher nicht, aber genau. Ich weiß nicht, was sonst noch so mit Berichterstattung gemeint ist. Wann die ist, ist, ich meine, es müsste die erste Augustwoche sein. Es könnte auch die zweite Augustwoche sein. Ich freue mich drauf, dich im Februar beim großen Scheunenklappen persönlich kennenzulernen und ein bisschen zu quatschen. Da freue ich mich auch drauf, Kalbel. Hau mich einfach an und sag, ey, ich bin Kalbel, du Idiot. Weil ich werde mir die Namen... Also, es tut mir leid, manchmal... Ihr wisst, wie ich aussehe. Ihr wisst, wie ich heiße. Wenn ich irgendwo hinkomme, vor allem auf solchen Turnieren oder Events, und dann schreibe ich, ey, Lim! Und ich so, ey! Du! Und das ist nie eine böse Absicht irgendwie. Also... Entschuldige mich da. Ist der Plan fürs kommende Jahr? Eventuell beim guten Barkeeper, würde aber auch auf euch zurückkommen wollen. Ich enthalte mich. Aber komm gerne auf uns zu, wenn du möchtest. Klar, jederzeit. Krass, du kommst auch in 2 Wochen nach Karlsruhe. In 2 Wochen nach Karlsruhe? Nochmal ein anderes Event als Firebug, ne? Ihr braucht einen Nickname, der im Gedächtnis bleibt. Genau, Detonator. Uiuiui, okay. Ihr seid ja so die harte Elite, ne? Kleinen Moment. Gibt es hier Space Marine Spieler unter euch? Die Army Box! Rasputin! Mit magnetisiertem 9 Zoll Messer? Nee. Junge, ist die Idee gut. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eine neue Armee anfange, ne?
Hat jemand Interesse an dem hier? Können wir machen ein Giveaway, Leute. Aber ein ganz schnelles, bevor die ganzen Leute hören, hier gibt's ein Giveaway, das schalte ich ein. Jetzt nur für euch. Machen wir ganz schnell und privat, okay? Psst, 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 psst. Also, ich werde jetzt ein Video posten. Da geht ihr rein und macht Hashtag WTC. Und dann losen wir da, okay? Okay? Psst, psst, psst. So, das ist das Video. In die Kommentare gebt ihr ein Hashtag WTC. Ganz schnell. Ihr habt 6 Minuten Zeit. Komm gleich wieder. Martin, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis nächste Woche. So, 3 Minuten habt ihr noch. Und dann gehe ich endlich Darktide spielen. Na! Ah! Heretics töten. Uha! Jan Felix hat gesagt, wir sprechen die Tage nochmal über eine Infinity. Nee, Emma, du darfst keine Schokolade. Weekly schon fertig, ich weiß gar nicht, was das heißt. Verlose ein Stück von dem Weihnachtsmann. Niemals! Das ist meiner! Juden! Sagt halt als Eiferer. Eiferer. Ist das der Preacher? Zählt Darktide auch in die 40 Stunden der Folge? Nee. Das private ist Vergnügen. So. 2 Minuten Ablauf fürs Gewinnspiel. Ich bin da nicht so tief drin. Ich bin da. Ich hab da gerade erst angefangen mit dem Spiel. Ich laufe da nur ein bisschen rum, töte und. Ja, dann geh ich schlafen. Monster töten zum Runterkommen. Ab Level 11, okay.
So, das Spielchen hier kennt ihr ja. Aber ich brauche beide Hände jetzt. Wenn den Schokomann auf die 2 plus verwundet. So. Und Zeit vorbei. Es wird gelost. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Start. Hände sind oben und es gewinnt Robert Sildatke. Ich weiß nicht, ob du den irgendwie in deine Admec-Armee noch mit reinschmuggeln kannst, mein Lieber. Du weißt, was zu tun ist. Geh bitte in deinen E-Mail-Account und schreib an carofthehill2@gmail.com. Ups. Gmail.com. Weil ohne Doppel-T, so wie letzte Woche. So. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt eine fantastische Woche. Ich bin raus für heute. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Robert, viel Spaß mit dem Primaris-Boy. Und könnt uns jederzeit anschreiben. Peace. Gib mir ne Mini und ich fange an zu pissen. Shop, Jump, Dexter, ich fange an zu racen. Hol den Holzleim raus, baller mit dem nahen Eulkleber von Revellstein, hart wie ein Gargoyle. Trage Farben auf wie ein Bomber Napalm, male kleine Blitze auf die Schwerter wie Radarfallen. Ich mal halt Marine für Marine, Punkt für Punkt wie Hakim, The Dream. Alles für das Team, Kings of the Hill. Und hast du keine Ahnung, geh nach links und chill. Was soll ich sagen, Mann, ich liebe dieses Hobby. Und kommst du aus Ultramar, frag doch einfach Bobby. Ist okay, viele Leute wollen nur spielen. Ist okay, lass die Würfelrolle mit Stil. Aber hey, was wollen die ollen Kings hier? Die kommen und holen Platz 1 bis 4. Liebes und mach es, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen nice und 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und mach es, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles, denn 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Shop, Jump, Dexter. Planer meine Züge so wie Nathan sein Vater. Wart mal, hab ein nasses Märmel. Und deine Minis kommen nach dem Battle aus dem Sperrmüll. Auch wenn ich sehr will, Spaß hat die Prio 1. Alles was ich mache, für die Vibes. Lieber Zitadell oder Nikes. Auch das Kettenschwert kommen Spikes. Für jeden Bad-Rap kommen Likes. Zeig auf Snapchat, Attack Bikes. Jederzeit bereit in die Schlacht zu ziehen. Für die Ewigkeit seiner hohen Macht zu dienen. For the Emperor. Dieser Satz ist real, also mach keine Faxen und fang an zu spielen. Liebes und mach es, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen nice, denn 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Liebes und mach es, du weißt, es bringt Spaß. Wir machen nice, denn 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. So machst du weißt, es bringt Spaß. Wir machen alles, denn 40k ist das, was uns bewegt, deswegen geben wir Gas. Wie eine Rakete auf dem Weg zum Mars. Auf dem Weg zum Mars.